Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Hardware-Video. Ich richte euch mal auf den Tisch, weil wir haben einen Staubsaugerroboter hier. Und zwar, ich muss auf den Karton gucken, von Zotze, also Zoo, also Doppel-O wie Zoo, und dann Zee. Und das ist der Z50. Super lange Batterielaufdauer, Ultra Strom sparen soll er sein, soll mehr effektiv sein und 2 in 1. Also saugen und Mopping, also wischen. Kommt alles in einem schönen Karton mit her. Wir sind im Unboxing schon alle durchgegangen, aber wir gehen es gleich jetzt nochmal durch, damit ihr wisst, was ihr, wenn ihr den kauft und was wir jetzt gleich anbauen werden, mit dazu bekommt. Logischerweise eine Anleitung, die auch in Deutsch ist. Die ist in dieser schönen Umschlag verpackt. Auch wo er die App herbekommt und so. Dann haben wir einen Stromkabel. Ja, für die Wand logischerweise, damit wir Strom haben, um den Staubsauger mit Strom zu versorgen. So. Beziehungsweise nicht den Staubsauger. Erstmal geht es ja um die Ladestation. Die packen wir jetzt gerade hier aus. So, das ist die Ladestation. Die hat jetzt hier auch auf diesem noch so einen Film drauf, damit es nicht zerkratzt. Das werde ich dann oben erst abmachen bei meiner Frau, damit der Roboter das halt finden kann. Oben steht Zutze. Hier haben wir die Plus- und Minuspole, damit er sich selber beladen kann. Hier ist halt diese Schutzschicht. Oben steht Zutze. Hier scheint das auch eine LED zu sein, damit der zeigt, ob er an ist. Wir haben schöne Gummifüße hier unten. Schön breit, damit das nicht rutscht. Vier Stück. Hier haben wir dann eine Klappe, die machen wir einfach ab. Das ist so wie bei anderen Staubsaugern auch. Und da können wir dann so, weil nicht jeder hat ja die Steckdose so weit. Manche haben die ja gleich in der Nähe oder über dem Staubsaugerroboter. Und da ist es ja dann blöd, wenn dann so viel Kabel rumliegt. Also wir haben hier über 80 cm. Mein Tisch ist 80 cm lang. Nein, Quatsch, der ist länger. So, wir machen dann einfach, hier drin ist der, ich zoome mal ran. So, da drinnen, da ist der Stromanschluss. Da schließen wir einfach mal an. So, und dann wickeln wir, und macht das auch so, dass es nach unten zeigt am besten. Dann wickeln wir hier den Stromkabel ein paar Mal rum. Weil bei meiner Frau ist die Steckdose auch gleich da, wo wir den Roboter anschließen wollen. Ich habe meine Tochter auch schon darauf vorbereitet, also die Kleine, weil die so ein bisschen Angst vor Staubsaugerrobotern hatte, also von meinem. Meinen musste ich immer wegpacken jetzt. Jetzt hoffe ich, dass wir ihr die Angst dadurch ein bisschen nehmen können. So, und dann habt ihr die Möglichkeit, nach links rausleiten oder nach rechts. Ich mache jetzt einfach mal nach links. So, dann haben wir das hier alles schön drinne. Also selbst da seid ihr flexibel und könnt sagen, die Steckdose ist halt links vom Roboter oder rechts und könntet dann dahin machen. Da will er gerade bei mir nicht. So. Ich habe das zu weit hoch gemacht. So, jetzt aber. Jetzt hat er zu. Und wir haben nur so ein Stück Kabel. Reicht mir jetzt persönlich aus, weil die Steckdose ist praktisch. Warte, ich zoome euch ein Stück raus. So. Wir haben nur ein ganz Stück wenig Kabel, weil die Steckdose, die ist etwa hier. So wird es dann gemacht. Reicht komplett aus. So. Dann haben wir Magnetband mit bei. Das werde ich jetzt nicht auspacken.
um den Staubsauger zu begrenzen, wo er halt nicht hinfahren darf, wenn man bestimmte Räume sagt, hier darfst du nicht rein oder was weiß ich. Hier, bumm, kann man dann, denke ich mal, auch in der App machen oder bestimmte Sachen einstellen. Müssen wir mal gucken. Oder dass man das am Teppich macht, am Anfang, wenn er dann am Wischen ist, dass man dann sagt, hier, da nicht. Dann haben wir einmal einen Ersatz für den Wischbehälter. Wir haben auch einen Ersatzfilter mit bei. Wir haben zwei Ersatzbürsten mit bei. Und zwei halt, die angeschlossen werden, also die wir anbauen. Wir haben zwei Batterien mit bei, die wir jetzt gleich einbauen werden. Wir haben ein Reinigungswerkzeug, also um Fusseln wegzumachen. Und hier oben ist so eine scharfe Kante, so ein kleines, so wie ein Teppichmesser. Damit können wir dann praktisch, wenn die Bürsten praktisch verfilzen, kann man damit dann so durchgehen und die entfilzen, damit sie länger halten. Aber ich muss das für oben alles wieder einpacken, dass meine Tochter mit auspacken kann. Da freut die sich. Oh, die ist aber... die hat so ein... Sieht man's? Die ist eingedrückt. Die ist eingedrückt. Das ist aber... Aber es geht. Okay. Es geht. Es funktioniert. So, Fernbedienung. Die beiden bauen wir dann an. Dann haben wir als nächstes den Staubbehälter und gleichzeitig auch den Wasserbehälter. Das sind zwei verschiedene Sachen. So. Da haben wir praktisch... Wartet mal, ich guck mal, wo es abgeht. Achso, das ist alles in einem oder was? Nee, das kann nicht in einem sein. Doch, das ist alles in einem. Okay, gut. Interessant. Interessant, okay. Also, wir haben... Jetzt springt mein Handy an. Habe ich so noch nicht gesehen. Entschuldigung. Entschuldigung. Wir haben ein komplettes Teil. Ich kenne es eigentlich nur so, dass der Staubbehälter einzeln ist und der Wasserbehälter drunter geschraubt oder drunter montiert wird. Hier ist es ein komplettes Teil. Hier ist auch schon so wird befestigt. Das macht ihr ganz einfach ab. Ich zoome euch mal ran. So, einfach ab. Das ist hier mit Klett. Und dann könnt ihr das hier komplett auf der ganzen Länge mit Klett ist das befestigt. Ihr könnt also wieder festmachen. Zack. Und schon ist es fest. Wir haben auch hier unten noch eine Rolle dran. Ja, damit das, weil das ja sehr schwer ist. Und so sieht es ja von der Seite aus. Hier ist dann, das kommt die Bläser rein. Und wir können das dann hier rausmachen. Das ist der Staubtank. Den zeigen wir uns, zeige ich euch gleich. Und das ist der große Wassertank, der wirklich sehr groß ist, muss ich sagen. Und hier bei dem Staubtank haben wir dann auch noch einen Henkel dran, damit wir das wegtransportieren können zum Müll und da entleeren können. Wie entleeren wir den? Muss ich selber gucken. Ah, hier, Push. Hier vorne ist ein Pfeil, da können wir das dann einfach aufmachen. Und dann haben wir hier praktisch den Staubfilter. Hier ist der ganze Behälter für den ganzen Müll. Und hier, das kann man dann halt an den Pinüppelchen rausziehen. Da haben wir dann praktisch den Filter. Den können wir hier oben auch rausziehen. Und könnten wir den Filter wechseln. Brauchen wir nicht. Der ist ja neu. Den können wir drinnen lassen. Auch schön, dass gleich ein Ersatzfilter mit bei ist. Finde ich sehr gut.
So, dann rasten wir das wieder ein. So, ist alles wieder drin. Dann können wir zumachen. Falsch rum. So, das sind jetzt die Einzelteile. Jetzt kommen wir zum Roboter an sich. Auch Verarbeitung sieht sehr gut aus. So. Was haben wir denn hier? So. Oh, der sieht wirklich schick aus. Oh, der hat oben so eine Art Glas drauf. Wir haben jetzt hier noch Pinöppel dran, damit der halt die Bewegungssensoren noch nicht gleich losgehen. Hier haben wir dann praktisch Infrarot. Und hier in der Basis ja auch. Und dadurch findet der praktisch mit dem Infrarot die Infrarot-Schnittstelle der Basis und fährt dann praktisch in die Basis rein. Wir haben, ich mach das mal als erstes so. So. Sieht man jetzt schlecht, aber das ist Chrom umfasst. Wir haben einen Powerknopf, einen Hausknopf und das ist alles so eine Glasoberfläche. So ein bisschen Glas gemacht. Und hier steht Zoe, Zutze. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und jetzt müssen wir auf der Unterseite, wo hier komischerweise ein Tank dran ist, müssen wir jetzt erstmal diese Dinger befestigen. Die sind ganz leicht zu befestigen. Wir drücken die einfach rauf. Und dann sind die auch schon fest. Und wenn man sie wechseln will, einfach abziehen. Und dann kann man sie wechseln. Wir haben jetzt hier noch ein Gitter. Das sieht aus wie eigentlich wie mein Gitter. Oh, jetzt habe ich das nicht gesehen. Entschuldigung. So. Hier sind so viereckige Pinöpel. So. Dann könnt ihr sie sehen hier so ein bisschen. Und da einfach raufstecken und fertig ist. Das habe ich hier gerade abgemacht. Dann könnt ihr dann praktisch die Rolle rausholen. Und hier halt auch praktisch, wenn die jetzt verfilzt, mit dem Reinigungsmachteil, also mit dem Klingending, hier die Verfilzung entfernen. Ja, und erhöht dadurch die Langlebigkeit. So, jetzt müssen wir mal gucken, falsch rum. So, jetzt ist er wieder drin. Jetzt können wir das verschließen. Und räumen wir das mal kurz beiseite. Oh, hier ist noch ein Filter drin. Leck mich am Arsch, wie geil ist das denn? Also, wir haben nicht nur einen Wassertank mit integrierten Staubbehälter. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr das einfach ausbauen. Zack. Und nehmt den Staubbehälter, der schon mit bei ist beim Roboter, der schon drin ist. Auch hier haben wir wieder einen Filter, der schon mit bei ist. Also, ja, wo man nicht, dass man sagt, hier, oh, ja, da ist ein Filter drin. Ja, müssen wir austauschen. Muss man sich aussuchen, welchen Filter man nimmt. Nein, hier ist ein Filter drin. Bei dem mit Wassertank ist auch ein Filter drin und zusätzlich ein Ersatzfilter. Aufkriegen wir den auch wieder. Also hier kriegt man raus und aufkriegen wir ihn. So, ah, okay. So, kann man einfach so aufklappen und hat dann ein großes Staubbehältnis. Ihr könnt aber auch, wie ihr das hier gerade lösen und habt dann da noch so ein Gitter, wo sich Flusen festfangen können. Das kann man dann auch nochmal separat sauber machen, einfach mit fließend Wasser und einen Lappen, also keine Bürste oder so, damit ihr das dünne Netz kaputt macht, mit einem kleinen Lappen ein bisschen sauber machen und dann trocknen lassen und dann kann man das wieder einbauen.
Ist ja geil. So, und einbauen ist auch ganz einfach. Einfach hier rein und schon ist er dran. So, wir werden jetzt mal, ich zoome euch mal raus, wir werden jetzt mal gucken, ob der einen An- und Ausschalter, habe ich gar nicht geguckt, hat er nicht. Gucken, ob der Strom drauf hat. Er hat Strom. Power on. So. Und das machen wir jetzt einfach mal so, wie Zutze uns das sagt, wie wir das machen sollen. Ich habe mein Handy hier liegen. Ich gehe dafür einfach in meine Kamera rein. Meine Kamera-App hat automatisch einen QR-Code-Scanner. So, jetzt muss ich hier nur gucken, wo war das mit der App? Das war hier. Da ist so ein QR-Code hier. Da gehe ich einfach rauf. Zack. Webseite, fortfahren. Herunterladen. Dann komme ich gleich zum Google Shop, zum Google Play Shop. Tuya Smart heißt das. Die laden wir uns jetzt einfach mal runter. So, wir haben auch die App erklärt in Englisch. EU-Support haben wir aber auch, also dann packen wir das Blatt erstmal weg. Packen wir auch weg. Sollen auch weg. Packen wir auch weg. So. Jetzt gucken wir erstmal Deutsch. Wo Deutsch ist. Deutsch ist ab Seite 27. So. Und dann gucken wir einfach mal, wie wir den jetzt einfach damit verbinden. Wir müssen auf jeden Fall 2,4 GHz haben. Finde ich auch sehr schade, dass man da nicht dann irgendwann mal auch 5 GHz nehmen kann. Ich muss dann erstmal in meinem Handy umschalten auf 2,4 GHz. Passt da auf, das muss, ist wichtig. Das dürft ihr nicht versemmeln, weil wenn, steht hier auch, wenn ihr im 5 GHz Bereich seid, aber das Gerät kann ja nur 2,4, können die sich nicht verbinden. Aber bei vielen ist es jetzt 2,4 und 5 GHz zusammen. Ein Signal und das beides drin. Ich habe es bei mir getrennt, wegen dem Fire TV und wegen einiger Smart-Steckdosen. Die hatten da Probleme mit. Warte mal, habe ich denn Tuya schon? Nee, habe ich nicht. Erstelle ein neues Konto, zustimmen. So, wartet, ich muss jetzt erstmal meine E-Mail-Adresse nehmen. Jetzt kriege ich auf meine E-Mail-Adresse einen Code gesendet. Ich muss mal in meine App rein, weil irgendwie kommt hier nichts an. Ah, da ist er. So, den können wir kopieren. Gehen in die Tuya-App. Abbrechen. So. Passwort falsch. Ich muss nochmal gucken. Nee, doch. Nee, ist richtig.
weil ich zurückgegangen bin. Ich gehe mal auf erneut senden, weil der hier gerade einen Fehler gemacht hat. Beziehungsweise ich. Ich bin zurückgegangen. Kopieren. 40, 93, 28. 90, 28. So, geh weiter. Passwort festlegen. So, fest. Ihr könnt es natürlich dann auch mit Alexa verbinden und alles. So. Jetzt ein Plus. Ich bin mir auch angeleitet. Ich hab's. Plus. Ich guck nochmal nach, ob ich mit 2,4 GHz. Ich bin mit 2,4 GHz verbunden. So. Okay. Und wir wollen jetzt einen Staubsauger hinzufügen. Küchengeräte, kleines, großes, Küchengeräte, kleine Haushaltsgeräte. So. Und dann wählen Sie Gerätetyp Robotersauger aus. Ja, ist ja gar nicht hier. Nein, nehmen wir einfach mal den Roboter. Hi, Master. Power off. So, jetzt hat er Bluetooth angemacht. Schalten Sie den Roboter, indem Sie 3 Sekunden ein- und ausdrücken. Ja. Cleaning start. Oh. Cleaning paused. Der geht aber ab. Der geht ganz schön ab. 1, 2, 3. Ja. So, jetzt. Power on. Ich nehme jetzt einfach mal Wi-Fi. Hoppala. Aber hier blinkt doch nichts. Also eigentlich soll hier irgendwas blinken. Aber da blinkt nichts. So, angemeldet haben wir uns. Folgen Sie Schritten App, den Roboter verbinden. Schalten Sie Roboter ein, indem Sie, ja, klicken Sie auf Geräte hinzufügen. Robotersauger. Ne, da findet er nichts. Okay, abbrechen. Dritte ist Sicherheit. Wo ist denn der hier drinne?
Lampen. Kleine Haushaltsgeräte clean. Ja, gehen Sie Ihr Robotersauger. Das Problem ist, hier sind drei verschiedene Robotersauger drin. Jetzt Haussymbol gedrückt hätte. Das müsst ihr dann. Cleaning start. Cleaning paused. Wenn ich jetzt beide drücke, so wie bei dem anderen. Wi-Fi lost. Ah. Please follow the app instruction for reconnection. Okay, also da ist ein bisschen doof erklärt. Hier im Heft steht, ich soll den anmachen, indem ich da auf die Power-Knopf drücke. Aber in Wirklichkeit ist es beide Haus und Dings drücken. So, es blinkt. So, jetzt können wir hier auch sagen, dass er das suchen soll. Also müsst Haussymbol und Power gleichzeitig drücken. Suche nach Bluetooth in deiner Nähe. Achso, nee, der hat jetzt nicht Bluetooth, der hat jetzt den Wi-Fi-Modus angemacht. So, wir gehen nochmal zurück. Und wir nehmen den zweiten Staubsauger. Also nicht den ersten, wie es auf dem Bild hier im Heft ist. Muss nur Passwort eingeben. So. Und suchen. Weil er hat ja gerade gesagt, er hat Wi-Fi angemacht. Und jetzt habe ich hier den, wie in der Anleitung steht, das erste gewählt. Connected. Ah. So, okay. Den lassen wir auch so fertigstellen. Okay, also. Anleitung teilweise okay. Wartet mal, ich werde mal gucken, damit ihr das vielleicht mit drauf kriegt. So. Hier in der Anleitung steht dann, also hier, da. Da steht, dass ihr den Staubsauger einschalten sollt. Mit dem Finger auf Power. Ist aber falsch. Ihr müsst Power und das Haussymbol gleichzeitig drücken. Und dann geht ihr in die App, sagt neues Gerät. Hier ist auch falsch, vielleicht eine alte Version der App. Ihr müsst auf kleine Küchengeräte gehen und dort auf Staubsauger und nicht das erste, wie es hier abgebildet ist. Das ist falsch, ihr müsst das zweite nehmen. Da, wo Wi-Fi mitsteht. Bluetooth Wi-Fi steht da. Nee, da steht nur Wi-Fi. Bei dem dritten steht Wi-Fi, Bluetooth, keine Ahnung. Jedenfalls, ich habe das zweite genommen, nur Wi-Fi, bin verbunden. Also da klappt das denn. Also das ist schon in der App ein bisschen falsch erklärt. Ja, und wir sind jetzt verbunden. Und das andere ist alles eigentlich wie... Ach, guck mal, hier unten Wi-Fi Reset gedrückt halten. Es kann auch sein, dass der beim ersten Anmachen Wi-Fi anhatte, aber nicht gesagt hat, hier geht oder so. Wartet mal, ich... Ich kipp den mal kurz um, weil ich mal was testen will. Clean the bottom sensor and restart in new position. Clean the bottom sensor and restart in new position. So, und dann gehen wir jetzt hier einfach mal rauf. So. Clean the bottom sensor and restart in new position. Einstellungen. Gerät teilen, Gruppe erstellen, Rückmeldung, Gerät entfernen, Google Assistance, Alexa,
Offline-Meldung. Es gibt keinen aktiven Anruf. So. Symbol können wir ändern. Lokal wollen wir jetzt nicht. Gruppe erstellen, Rückmeldung. Update. So. Neueste Version ist schon da. Okay. Also da quatscht da nicht Deutsch mit uns. Schade. Clean the bottom sensor and restart in new position. Clean the bottom sensor and restart in new position. Wir gucken jetzt einfach mal in der App, ob wir die jetzt hier Moment, der will jetzt bei Amazon anmelden. Zulassen. Bereits mit Alexa App verbunden. Sie können Alexa zack. Gut. Profil. Zeitzone. Profilpicture wollen wir nicht. Spitzname wollen wir auch nicht. Familieneinstellung wollen wir auch nicht. Smart. So. Oh, hier werden aber ganz schön viele Sprachdienste angeboten. IFT, Google Assistance, Ding Dong, Traceit, Xowai, Xanadu, SmartThings, Google Assistant und Alexa. Google anpassen? Was ist denn Google anpassen? Keine Ahnung, hier ist zweimal Google mit drin. So. Dunkler Modus. Auf jeden Fall an. So. Nehmen wir mal aus. So. Oh, schön. Viel angenehmer. Jetzt alles schön schwarz. Oh, herrlich. So, Profil. Klingeln, Benachrichtigungen, persönliche Daten, Konto und Sicherheit, E-Mail, Passwort, Konto deaktivieren. Kann man auch bitte nicht stören anmachen zu einer gewissen Zeit. Das werde ich schon mal anmachen. Bitte nicht stören. Von 19 bis 10 Uhr speichern. Täglich. Und anmachen. Auf. Hier steht nicht an, hier steht auf, okay. Warte mal, stören. Aus. Auf. Oh Gott. Über Cache löschen, Netzwerkdiagnose, Daten. Über. Jetzt gehen wir mal in IFT.
So. Jetzt müssen wir mal gucken. Das. Ah. Jetzt können wir den Informationen über das Gerät. IP-Adresse, Zeitzone, ist alles da. Offline-Meldung haben wir aus, Gerät teilen. Sharing-Funktion. Germani. Konto. Achso, nee. Ich dachte, ich kann da eine E-Mail-Adresse eingeben von meiner Frau. Zum Startbildschirm hinzufügen. Netzwerk überprüfen. Upgrades. Okay. Ja, dann muss ich das oben dann aber nochmal separat verbinden mit dem Internet von meiner Frau. Finde ich jetzt schade, dass er nicht deutsche Sprache mit drin hat, aber. Clean the bottom sensor and restart in new position. Clean the bottom sensor and restart in new position. So. Zulassen. Start. 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 Was ist das? Sie können mich bitten, turn off, turn on. Sorry, Herr Font. Starte den Staubsauger. Start. Okay. Also man kann den wohl irgendwie sprachsteuern, auch irgendwas bedienen. Die Texte sind auch in Deutsch, aber leider der Staubsauger in Englisch. So, Arbeit funktioniert. Ich werde den jetzt erstmal verpacken. Wir haben geguckt, er läuft. Wir haben ihn verbunden. Das ist alles kein Problem. Ich werde den jetzt verpacken. Wie spät haben wir das? Ja, ich werde den verpacken und dann, um ihn oben mit meiner kleinen Tochter wieder auszupacken, da freut sie sich. Ich muss das auch alles wieder abbauen hier. Und vielleicht darf ich dann meinen Staubsaugerroboter dann auch wieder in meiner Wohnung aufstellen, weil momentan hat sie Angst davor. Aber sie freut sich auf den neuen. Jetzt habe ich sehr schön drauf vorbereitet. Ja. Obwohl, ich, der müsste die 2 cm bei mir auch packen, so groß wie das Ding ist. Also von der Höhe hier. Mal gucken. So, das soll es jetzt für das Hardware-Video gewesen sein. Ich werde den jetzt oben anschließen und meine Frau irgendwie drauf gefasst machen. Vielleicht mache ich dann nochmal ein Video morgen, wie er dann oben ein bisschen lang flitzt, weil jetzt ist der Akku gleich leer. Und dann auf jeden Fall nach der Testphase wird es dann auch nochmal ein Fazitvideo geben. Ich bin dann jetzt erstmal weg. Ich hoffe, hat euch gefallen. Däumchen wären Träumchen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.